So, hallo und herzlich willkommen zu Easter Eggs in GTA San Andreas. Ich habe jetzt mal beschlossen, dass ich mal ein Easter Eggs Video hier in GTA San Andreas mache. Und falls es euch gefallen hat, kann ich dann weitere Easter Eggs Videos machen hier in GTA San Andreas. Und auch in GTA 4, GTA Vice City und so weiter und so fort. Denn in jedem Spiel existieren Easter Eggs natürlich. Wir beginnen heute mit GTA San Andreas. Erstes Easter Egg ist natürlich nicht dieses Little Probe-In, sondern die Zahl 69, denn die Zahl 69 taucht hier sehr oft auf, weil Rockstar Games quasi, wie soll ich sagen, eine Anspielung auf diese Sexposition gemacht hat und die lieben halt einfach nur diesen Humor, den sie dort verbreiten. Zum einen haben wir hier zum Beispiel beim Little Probe-In, wo ich jetzt mal reingehe, die haben jetzt insgesamt 69 Fotos hier, kann man schon mal sagen. Oder hier zum Beispiel auf der Landebahn bemerken wir auch die Zahl 69 auf der Landebahn. Oder auch Area 69, eigentlich ist es ja Area 53, aber die haben es zu Area 69 getauft. So, und dann bemerken wir auch hier in Blueberry, die Container haben auch natürlich die Zahl 69 draufstehen. So, und wenn wir jetzt hier mal beim x-beliebigen Burgershot jetzt mal rumgehen, bemerken wir auch natürlich die Zahl 69 Cent. Everything is 69 Cent. Und hier haben wir auch direkt das nächste Easter Egg, aber es werden wir später machen und nicht jetzt. Und es gibt noch Dutzende von weiteren 69 Werbeplakate, was auch immer. Die Zahl 69 taucht hier relativ oft auf in GTA San Andreas. Ihr könnt euch mal selber mal auf die Suche geben, denn es gibt hier überall die Zahl 69. Und ja, ich würde mal sagen, wir springen dann direkt zum nächsten Easter Egg. So, das springen wir jetzt auch mal direkt zum nächsten Easter Egg namens Adult Humor, auch genannt als Erwachsenenhumor. Und wir sind jetzt hier zum Beispiel bei dem Plakat, da stand erstmal zum Beispiel A Taste of Things to Come. Aber Rockstar Games war natürlich so gewieft, das habe ich erst später natürlich herausgefunden. Und die haben daraus dann A Taste of Come gemacht. Und wer Englisch kann, weiß direkt, was das bedeutet. Und ja, es ist wieder was Sexuelles, aber das werde ich jetzt hier nicht näher erläutern. So, des Weiteren haben wir noch diesen schönen Kollegen hier, Jizzy B. Und die Leute, die jetzt auch etwas mehr Ahnung in Englisch haben, merken direkt an dem Namen, dass bei Jizzy B irgendwas falsch ist. Richtig. Denn der Name Jizzy B, wenn man es ja schon ableitet, Jizz. Das ist, ja, das würde ich weiter nicht mehr erläutern in diesem Video, weil Jizz die männliche Ejakulation ist, oder wie das ausgesprochen wird. Und ja, wir springen danach zum nächsten. So, den nächsten Easter Egg finden wir hier auch natürlich in Clucking Bell. Also es ist immer noch der Adult-Humor, ich habe immer noch nicht gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Mitarbeiter hier mal ein bisschen näher ansehen, merken wir, dass hinten drauf steht Taste the Cuck. Und ja, das ist wieder mal was Sexuelles und das werde ich nicht nochmal erläutern. So Leute, dann lasst doch mal einen schönen Einblick mal in diese wunderschöne Polizeistation hier einwerfen. Wenn wir jetzt hier... Okay, ich bekomme keine Sterne, wenn ich hier reingehe. Dann gehen wir jetzt hier rein und was bin mir... Ah, guck mal, was wir hier haben. Ein lila... Dildo und ich bekomme zwei Sterne direkt damit. Nein, das will ich nicht. So, man bekommt anscheinend direkt zwei Sterne, wenn man ihr Dildo... Also anscheinend gehört es den Typen hier. Tut mir leid, dass ich dein Dildo genommen habe, ne? I'm very sorry, my friend. Und ja, es gibt tausende von diesen Adult-Humor hier in der Welt von San Andreas. Ihr könnt euch mal alle erkunden, wir springen jetzt auch direkt zum nächsten Easter Egg. So, das nächste Easter Egg lautet CJ Shape Target. Das findet man in x-beliebigen Ammunations. Und da gehen wir jetzt mal rein und dann bemerken wir direkt, dass hier eine Figur von... Könnt ihr mal kurz leise sein, bitte? Okay, man kann den nicht töten. Diesen Nerv töten, ja, egal. So, man bemerkt, dass hier, Pappfiguren sind, die aussehen wie CJ und streng genommen ist das CJ hier. Und ja, das soll quasi den Hass symbolisieren von den Zivilisten, alles drum und dran gegenüber CJ, und dass wenn diese
Psychopathen immer nach draußen kommen mit so welchen mit den Waffen hier, dass sie dann direkt, wenn sie so einen sehen werden, mich abknallen werden. Ich meine, guckt euch mal an. Guckt es euch mal an. Okay, ich habe jetzt nicht so einen Hut auf oder so, aber egal. Schwingen wir zum nächsten Easter Egg. So, das nächste Easter Egg ist der Cockrock. Und der befindet sich hier neben den Durdant Meadows hier, bei dem verlassenen Flughafen dort. Denn wenn man jetzt in die richtige Perspektive geht, bemerkt man, dass, ja, wenn man sich so hinstellt, ja, wie ihr sehen könnt, zwei Steine und ein Penis. Ja, mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Also die haben einfach einen Cockrock gemacht. Einfach Penisberg. Einfach so. Rockstar Games. Was soll das? Scheiß Texturen. So, kommen wir mal zum nächsten Easter Egg. Da sind wir jetzt mal unter Wasser auch. Und jetzt habe ich auch nicht wirklich Angst, hier unter Wasser zu sein, weil ich, weil es hier eh nichts gibt. Aber ich habe aber diese scheiß Phobie. Naja, egal. Denn neben Jizzy's Pleasure Dome hier findet man unter Wasser nämlich den San Andreas Fault Line. Das ist so eine Art, sozusagen so eine Trennung zwischen zwei Platten in Real Life. Aber, das soll quasi, also nach diesem Crack hier, nach dieser Linie hier, wurde San Andreas, also das Spiel GTA San Andreas genannt, weil das in Real Life San Andreas Fault Line heißt. Und deswegen hat man auch dieses Spiel dann GTA San Andreas genannt. Und ja, da wollten die sich natürlich was einfallen lassen, Rockstar Games, ne? Würde ich sagen. So, kommen wir mal direkt zum nächsten Easter Egg namens der Hot Coffee Mod. Denn 2004, als das Spiel erschienen ist, also normalerweise könnte man mit den Freundinnen hier in GTA San Andreas, die Sexszene war damals noch aktiv. Aber dann hat sich Rockstar Games gedacht, nee, das wollen wir nicht haben und haben das kurz vor dem Release entfernt. Aber ein paar Modder haben bemerkt, dass sie in den Dateien von GTA San Andreas das quasi, wie soll ich sagen? Hey! Ja, hey, hey, hey. Und die haben dann... Oh Gott, damn it! Okay, chill. Und dann haben die Modder bemerkt, dass die Files nicht entfernt wurden, haben dann eine Modifikation gemacht, um diese, um den Hot Coffee Mod wieder zu aktivieren. Und ja, als sie das dann gemacht haben, wurde dann ab 2005, ungefähr im Juni, dieser Hot Coffee Mod wieder aktiv. Und auf der PlayStation 2 und auf der Xbox wurde das auch ebenfalls veröffentlicht. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich sie jetzt hier begnügen soll, aber anscheinend hat sie nicht so viel Spaß hier. So, nachdem ihr mit der Freundin ein bisschen Spaß gehabt habt, beginnt der richtige Spaß, aber... Ja, und so ist der Hot Coffee Mod entstanden. Und wenn wir das jetzt mal bejahen, passiert was sehr Schönes. Und zwar ein harter Sexakt für CJ und seinen Freundinnen. So, das nächste Easter Egg, das kennt natürlich jeder, aber wieso zeige ich das nicht mal nochmal, denn wenn der Mond aufsteht und mit einer Sniper auf den Mond zielt und drauf schießt, wird der Mond größer. Aus irgendeinem Grund. Deswegen hat man keine Ahnung wieso, aber aus irgendeinem Grund wird der Mond größer. Und das ist schon seit GTA 3 der Fall. Machen wir mal so groß wie er geht und das ist wahrscheinlich das Maximum von dem Mond hier. Und das sieht verdammt creepy aus. Da möchte ich lieber so einen Mond. Oh, es geht sogar noch größer. Da möchte ich aber lieber so einen Mond haben. Das ist viel schöner. So, das nächste Easter Egg ist natürlich... Okay, natürlich. Wieso sage ich immer natürlich? Keine Ahnung wieso, aber... das nächste Easter Egg ist die References to Other Game Cities. Und ja, in jedem GTA-Teil gibt es Anspielungen auf andere GTA-Teile, wie zum Beispiel GTA Vice City und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen umgucken, bemerkt man hier, dass dort die Karte abgebildet... Warte, wenn man das sich genau anguckt. Nein, nicht unter... Ach, scheiße, egal. Können wir mal so ein bisschen ranzoomen. Wie wir bemerken, ist das hier
die Karte von GTA Vice City. Zum Beispiel, kann man hier sehen, die Karte von GTA Vice City ist hier in den Mülleimern abgebildet. Keine Ahnung, wieso die... Keine Ahnung, wieso die in einen Mülleimer hier reingeschmissen wurden, keine Ahnung. Aber die sind halt nur hier zu sehen. Und auch bei Ryder bemerkt man auch, dass im Hintergrund, also wenn man seine Mission gemacht hat, im Hintergrund, dass dort ein GTA Vice City Poster hängt. Und es gibt auch natürlich andere Anspielungen. So, das nächste Easter Egg ist natürlich... Oh mein Gott, schon wieder ist es natürlich. Das nächste Easter Egg ist das Rockstar-Logo. Denn Rockstar Games hat ja... ja, diese, was soll ich sagen, Eigenschaft, ihr Logo hier überall in GTA-Teilen zu verstecken quasi. Wenn man jetzt hier mal hier geht, steht da zum Beispiel Not Welcome Rockstar North, keine Ahnung wieso, aber anscheinend ist es hier nicht willkommen. Es gibt auch zum Beispiel in der Intro-Sequenz von GTA San Andreas, bemerkt man auch, dass ein Rockstar-Logo auf dem Koffer von CJ abgebildet ist. Und noch weitere Sachen mit dem Rockstar-Logo hier, was ich jetzt hier nicht unnötig zeigen möchte. Und wir springen auch direkt zum nächsten Easter Egg. Und da sind wir wieder zurück zu Lil Probe in mit dem Easter Egg UFO Map. Und wenn wir jetzt mal hier reingehen, ich hatte damals ja ein Mythen-Video gemacht über UFOs in GTA San Andreas, aber wenn man hier hinten reingeht, bemerkt man direkt eine UFO-Karte, wo angeblich UFOs gelandet sind. Und das hier ist auch die offizielle Beta-Karte von GTA San Andreas, wie sie eigentlich aussehen sollte. Zum Beispiel dort bemerkt man, dass Alcatraz noch vorhanden ist, aber Alcatraz wurde ja danach entfernt. Oder hier war zum Beispiel auch ein Leuchtturm noch, aber das wurde dann auch später entfernt. Da war eine bestimmte Mission, die man machen musste. Und ja, es ist jetzt die UFO-Karte. Man könnte jetzt sich diese... Oh, was ist das? Man könnte sich zum Beispiel diese Karten jetzt hier, diese Punkte erkunden, aber dort findet man leider nichts. Ich habe es schon gemacht, aber da findet man nicht wirklich was. Und wenn ihr mal hier genauer hinseht, bemerkt ihr, dass wenn ihr diesen Umriss anguckt, das ist jetzt ein Mythos, das ich jetzt irgendwie ein bisschen so herausgefunden habe, merkt ihr so den Umriss von Bigfoot. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich blende jetzt ein Bild ein. Ihr bemerkt hier einfach den Umriss von Bigfoot. Und das hat Rockstar Games meines Erachtens auch reingepackt. Und jetzt kommen wir mal zum Abschluss. Ich werde euch jetzt mal am Ende ein paar diverse Easter Eggs zeigen, die ich jetzt persönlich auch mal rausgefunden habe. Und ja, viel Spaß. So, bei San Fierro auf der Brücke bemerkt man, wenn man hier hochfliegt, dass dort ein Schild ist. Mit der Aufschrift, there are no Easter Eggs up here, go away. Und das natürlich ist ein Easter Egg hier auf der Golden Gate Bridge hier in San Fierro. Soll das eine Anspielung auf Resident Evil sein? Denn hier bemerkt man auch den Zombotex Sinister Zombie Virus Research Corporation. Und das erinnert mich persönlich sehr an Umbrella Corporation von Resident Evil. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das irgendwie daran. Und hier bemerkt man auch Zombie Lab Only. Also ob hier mal irgendwann eine Zombie-Apokalypse ausbrechen wird, ist ja eine Frage. Aber damit ist bewiesen, dass hier eine Anspielung auf irgendein Zombie-Apokalypsen-Filmspiel oder so Rockstar Games abgesehen hat. So, existiert der Bigfoot hier in GTA San Andreas? Hier bemerkt man nämlich was total creepy. Denn wir bemerken, dass hier irgendwie eine Art Fußabdruck hier auf dem Mount Chiliad abgebildet ist. Und das sieht aus wie ein riesiger, riesiger Fuß natürlich. Und ob das eine Anspielung auf Bigfoot sein soll? Also ich habe mal nachgeguckt und das soll angeblich wirklich eine Anspielung auf Bigfoot sein. Diese riesen Latschen, aber ob Bigfoot wirklich so groß hier ist, ist die andere Frage. Aber die wollten einfach nur einen Scherz draus machen, denn Bigfoot heißt ja großer Fuß und hier haben sie tatsächlich einen großen Fuß gemacht. Wie innovativ. So, als letztes, was ich euch mal sagen wollte, ist Fishy Shit. Das habe ich ganz zufällig entdeckt, als ich mir so den Plan hier angeguckt habe. Also wir bemerken hier Burger Shots, Special Meal, Chicken Burger Meals, Fishy Shit. Also, wer gerne Bock hat auf Fischscheiße, könnt sich gerne hier mal Fishy Shit holen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Easter Egg Video mal gefallen. Ich habe das jetzt mal durch ein Mythen-Video mal ersetzt, weil ich momentan nicht so viel Zeit gehabt hatte, einen Mythos zu finden und zu recherchieren. Aber es wird noch kommen, keine Sorge. Ich hoffe, euch hat dieses Easter Egg Video gefallen. Wenn ihr mehr Easter Egg Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Easter Egg Video wieder. Bis dann!
Nein.